Ja, Freunde, seid gegrüßt. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, gab es hier seit über einem Jahr keinerlei bezahlte Produktplatzierung mehr. Einfach weil ich denke, dass man für Geld dann doch Dinge etwas besser findet, als sie eigentlich sind und sie als etwas besser anpreist. Deshalb habe ich mich auch dagegen entschieden, für jeden Mist Werbung zu machen. Da muss schon der richtige Werbepartner kommen, wie Birkenstock oder Bautzner Senf oder irgend sowas. Da ich denke, dass man auch seinen Zuschauern gegenüber, die einem ja irgendwo Vertrauen schenken, eine gewisse Verantwortung hat. Das heißt, der Kanal lebt hauptsächlich von den Kanalmitgliedschaften. Und ich wollte einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es in Zukunft sehr viele Projekte geben wird. Unter anderem dieses Fahrradwohnwagenprojekt und auch Bärbels Camper wird ausgebaut. Eventuell bald noch ein größerer Camper, der ausgebaut wird, da sich bei mir im Leben einiges verändert hat. Dazu erzähle ich vielleicht später nochmal was. Und ihr seid herzlichst eingeladen, den Kanal mit so einer kleinen Mitgliedschaft für 1,99, die jederzeit kündbar ist, zu unterstützen. Und ihr habt damit die Möglichkeit, alle Videos, die für Kanalmitglieder hochgeladen sind, sofort werbefrei zu sehen. Und das Ganze auch ca. 4 bis 8 Wochen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Peace, Freunde! Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass mein Trike da ist. Mein Fahrrad ist endlich da. Ich habe mir vor Monaten habe ich mir schon ein Fahrrad bestellt, so ein neues, so ein dreirädriges. Freunde von mir haben schon liebevoll gesagt, das sieht aus wie ein Behindertenfahrzeug. Naja, aber der Gedanke war einfach dahinter, dass ich was habe, mit dem ich viel bequemer reisen kann. Ich stelle euch das gleich alles vor. Ihr merkt, ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Naja, und ja, wir fahren jetzt gerade dahin hier und dann zeige ich euch das alles, was wir da machen und so weiter. Hier liegen auch schon 400 Watt Solar, ne? 400 Watt Solar, die kommen aufs Dach wahrscheinlich. Was heißt wahrscheinlich, die kommen aufs Dach? Naja, jetzt fahren wir erstmal dahin. Oh Mann, ich freue mich so, dass endlich losgeht, das Projekt umzusetzen. Ich zeige euch das jetzt erstmal. Das fühlt sich einfach so gut an, wieder was umsetzen zu können. Ne? Also es ist einfach total geil. Und das ist ja nicht das Letzte. Jetzt kommt ja noch hier noch Bärbels Camper, den bauen wir auch noch aus. Und dann gibt es noch so ein kleines privates Projekt. Mal gucken, ob man da mal irgendwas in Zukunft öffentlich zeigen kann. Uiuiui, ich sag euch, was in meinem Leben alles passiert ist jetzt. Es ist total, es ist einfach nur übelst krass aufregend. Ne? So schnell, komm, was geht, was? Lass. Na, wo sind wir denn hier? Wo gehst du noch, wo wir hier sind? Sag mal, hallo. Ich hab die Leute lange nicht mehr gesehen, ne? Die Leute haben dich lange nicht mehr gesehen. Du alte dicke Troller, hä? Hä? Ach, ist das schön, mal wieder in meinem Werkstattcontainer zu sein. Ich war da ab und zu mal da, um irgendwas zu holen. Aber jetzt mal wieder hier rumzubasteln. Ach, ich freue mich. So, Freunde, ich habe euch das mal so grob aufgebaut, dass ihr hier versteht, um was es hier geht und was hier passieren soll. Beiden Fahrradwohnwagen kennt ihr ja, Ultraleicht-Fahrradwohnwagen, mein Crea Imperial-Fahrradwohnwagen. Und das ist mein neues Fahrrad, von dem ich gerade schon mal gesprochen habe. Ich hoffe, das geht mit dem Lärm hier, ist jemand sehr eifrig am Hecke schneiden. Tja, das ist also ein Trike, nennt man das, ne? Also um das mal grob zu erklären. Und ja, man sieht halt, es hat halt drei Räder, deswegen heißt es Trike. Und ja, warum habe ich mir das geholt? Ganz einfach, mit meinem Stahlrahmenfahrrad, was da drüben steht, hatte ich einfach immer die Problematik, dass bei 150, 200 Kilometer ungefähr am Tag, also bei 150, wird es halt einfach äußerst unangenehm, sage ich mal, damit zu fahren. Ne? Und ich würde ja gerne einen Langstreckenfahrradwohnwagen gespannt haben, mit dem ich auch so 150, 200 Kilometer am Tag abreisen kann, ohne dass man danach irgendwie der Rücken wehtut, die Schulter wehtut oder der Arsch wehtut oder der Sack wehtut oder was weiß ich alles wehtut. Und ja, meine Hoffnung ist, dass es damit halt erheblich besser wird. Ich zeige euch das Ding gleich nochmal im Detail, für die, die es interessiert, was das ist und so weiter, was es hat, die Ausstattung und so weiter. Und das Teil soll natürlich umgerüstet werden. Hier kommt mein BBS HD Bafangmotor rein. Ne? Ihr kennt das Teil ja noch. Ne? Der ist noch übrig. Der kommt da rein. 2,3 PS, 160 Newtonmeter, 1700 Watt ungefähr maximal Spitzenleistung, wenn man den voll aufmacht. Und natürlich fahren wir auch natürlich auf Privatgelände. Das Teil dann damit mal offen mit Daumengas. Ich freue mich schon wie Sau drauf. Das hat ja mit dem Fahrrad schon Spaß gemacht. Und mit dem wird es ja wird's unendlich geil sein, denke ich mal. Bin damit schon Probe gefahren, das ist richtig cool. Also wie gesagt, der Motor kommt ran. Dann seht ihr hier aufgereiht 400 Watt ultraleichte Solarpanels. Die kommen da auf ein Dach. Ja. Die baue ich da auf ein Dach drauf. Und dann habe ich in Kombination mit den 160 Watt, die hier drauf sind, über 500 Watt Peakleistung an Solarleistung. Und ich schätze, dass ich mit dem Crea in der Ebene mit dem Gespann so 150 Watt ungefähr bis 200 Watt maximal brauche. Also selbst an einem bewölkten Tag wie heute müsste mehr als genug Strom reinkommen, um einfach nur mit der Solarleistung in der Ebene wunderbar fahren zu können. Die werden genauso wieder in Reihe geschalten, einfach weil ich das deutlich besser finde, als die Spannung dann sinnlos hoch zu transferieren. Ich habe ja hier meine Akkus, die haben ungefähr eine Kilowattstunde ein so ein Akku und 58 Volt. Also man muss halt dann schon mit 70 Volt ungefähr PV-Spannung ankommen, damit das ordentlich funktioniert. Und da es ja auch mal regnen kann und so weiter, werde ich davon 4 Stück an das Fahrrad dran bauen. Dann habe ich dann ungefähr 4 kW Leistung. Und ich müsste alleine nach meiner Erfahrung mit diesen 4 Akkus, müssten schon ungefähr Fahrleistungen drin sein von 350, 400 Kilometer auf jeden Fall. Eher so,
Ja, wahrscheinlich eher so 500 Kilometer theoretisch, ne? Also ich schätze mal, so irgendwas zwischen 300 und 5 Kilometer, je nach Gelände, Wind und so weiter, kann ich dann auf jeden Fall ohne Sonne schon mal fahren, plus das, was die 500 Watt Solar reinbringt, ne? Also mein Ziel ist damit 150, 200 Kilometer am Tag fahren zu können und das wirklich konstant, so schön bei 25 km/h. Ob das so klappt, werden wir sehen. Und zusätzlich habe ich dann noch das mobile Solarpanel dabei mit 160 Watt. Also könnte ich dann schon, wenn ich stehe, eine Ladeleistung erzielen von um die 700 Watt, 720 Watt circa. Das ist schon ordentlich, ne? Damit kannst du wirklich gut laden. Und zur Not habe ich natürlich noch meinen Typ 2 Adapter und da kann ich an jeder Elektroauto-Ladesäule den ganzen Quatsch auch nochmal nachladen, ne? Also ich denke, das wird richtig gut werden, ne? Alles, was ich mir hier ausgedacht habe, ist aus der Erfahrung von ungefähr 5.000, 6.000 Kilometern mit dem Stahlrahmenfahrrad und den beiden Fahrradwohnwagen zusammen zu fahren, ne? An das Trike, ich habe extra hinten das 26er Rad genommen oder was das ist, ich glaube das ist 26, damit ich beide Fahrradwohnwagen einfach direkt anhängen kann, weil das Fahrrad hat auch 26 Zoll. Ja, und von daher müsste das einfach so passen, dass das ungefähr mit der Höhe vom Fahrradwohnwagen passt. Ein bisschen was könnte sein, dass ich noch irgendwie austarieren muss, aber das wird schon ungefähr passen. Also ich kann dann da beide dranhängen, ne? Ich kann an das Fahrrad beide dranhängen und ich kann an das Fahrrad beide dranhängen. So, dann gucken wir uns mal das Trike genauer an, ne? Also wie gesagt, das hier vorne ist das erste, was wegkommt. Hier kommt dann direkt der Motor dran und das wird natürlich, wie ihr gesehen habt, wieder ein Mittelmotor. Viele sagen ja auch, nimm doch einfach einen Narbenmotor, da kannst du auch rekuperieren. Da haben sie recht, aber ein Narbenmotor ist aus meiner Perspektive für sowas oder auch für ein Stahlrahmenfahrrad völlig ungeeignet, wenn man einen Anhänger zieht, der irgendwie 40 bis 80 Kilo wiegt. Das ist völlig sinnlos. Ganz einfach deshalb, weil du mit einem Narbenmotor nicht schalten kannst, ne? So, und wenn du langsam unterwegs bist, am Berg zum Beispiel, was du zwangsläufig sein wirst am Berg, ich bin mit den beiden Dingern sind wir schon über 20% Steigung gefahren, ich glaube 24 waren es, und das wäre mit einem Narbenmotor unmöglich gewesen. Der dreht dann richtig langsam, der Wirkungsgrad sinkt, das Ding wird extrem heiß, weil die natürliche Verlustleistung übelst nach oben geht. Und ja, du kommst dann einfach nicht einen Berg hoch, weil das Ding überhitzt und du wirst Unmengen an Strom verbrauchen in den Bergen mehr, weil einfach, wie gesagt, der Wirkungsgrad eine Katastrophe ist. Deswegen ein Mittelmotor, der ja vorne dran ist, dann hast du hier hinten noch die Schaltung und kannst wunderbar die Gänge durchschalten und kannst immer die Drehzahl vom Motor in einem optimalen Bereich halten, dass erstens mal der Wirkungsgrad schön hoch ist und b, das Ding einfach nicht überhitzt. Tja, über die Optik kann man sich streiten, wie gesagt, ein Kumpel von mir hat gesagt, das sieht aus wie ein Behindertenfahrzeug und ich war mich auch im Fahrradladen beraten lassen. Ich wollte erst eins von HP Velotech haben, was so sportlich aussieht, ne? Wo der Sitz so tief ist und so weiter, ne? Und da hat er gesagt, würde ich auf keinen Fall machen für deinen Zweck, weil wenn du wirklich Langstrecke fahren willst, ist sowas viel besser. Einfach, weil man hier höher sitzt. Du hast eine wunderbare Rundumsicht. Du siehst einfach, du sitzt einfach wie auf einem Autositz. Das ist ultra geil. Ich zeige euch das dann gleich. Und dann hast du halt die Möglichkeit der Vollfederung. Ne? Das Teil ist voll gefedert. Ne? Hier vorne haben wir eine Vollfederung. Und hinten haben wir hier auch eine Vollfederung. Also quasi ist das ganze Fahrrad irgendwie voll gefedert. Und das ist natürlich schon, was den Fahrkomfort angeht. Ich bin das Ding Probe gefahren. Mega geil. Was ich auf jeden Fall noch ändern muss, ist, hier wird diese hässlichen, ekelhaften französischen Ventile drin. Ich hasse die. Werde ich die Felge aufbohren müssen, dass ich hier ordentliche Ventile reinmachen kann. Einfach, dass du auch an jeder Tankstelle mal eben das Ding aufpumpen kannst, ne? Und ihr nicht mit Adapter rumfummeln musst oder wenn du irgendwie, was ich in Indien unterwegs bist, keinen Schlauch kriegst für diesen Mist, ne? Also ich bin überhaupt kein Freund von diesen französischen Ventilen. Ich sehe da null Vorteil drin, ehrlich gesagt. Das Teil hat natürlich auf jeden Fall auch Scheibenbremsen. Ich habe es mit hydraulischen Scheibenbremsen genommen, weil ich einfach das ganze Zeug zum Entlüften da habe, mich damit mittlerweile auskenne und ich den Druckpunkt liebe, den du einfach dann hast bei so einer hydraulischen Scheibenbremse im Gegensatz zur mechanischen. Ne? Zusätzlich hat das Teil noch hinten eine Felgenbremse. Das ist aber eigentlich nur eine Parkbremse, aber das Coole ist, die kannst du auch als Notbremse benutzen, wenn dir vorne mal irgendwas sein sollte, hast du hier quasi am Lenkrad, an den Steuerknüppeln, hast du hier noch so ein Ding dran, ne? Und da kannst du das Teil ganz einfach anbremsen und auch bei der Fahrt kannst du schön stufenlos bremsen. Mega geil. Also allein schon, dass das Fahrrad eine Feststellbremse hat, mega gut. Man sieht halt, was noch fehlt, ist Licht und so weiter. Da kommt ein richtiges Solardach drauf. Da kommt noch eine richtig fette Beleuchtung dran. Hier kommt noch eine richtig fette indirekte Beleuchtung in Rot oder Lila dran. Ich bin mir noch nicht sicher. Das Ding wird im Dunkeln so geil aussehen. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Wie so ein 15-jähriges Kind werde ich das Ding umbauen. Oder wie ein 12-jähriges Kind. Keine Ahnung, wie alt man ist, wenn man mit sowas rumspielt normalerweise. Ich habe mich hier so richtig austoben und ich freue mich da mega drauf. Wir haben hier hinten ein Gepäckträgersystem. Das Coole ist, wenn das funktioniert, so wie das mir versprochen wurde, kann ich hier pro Seite zwei Taschen dranhängen. Ne? Einmal die kleinen und einmal die großen, die dort auch in meinem Stahlrahmenfahrrad hängen. Die müssten hier eigentlich dran passen. Und in die Taschen kommen dann schon mal die vier Akkus rein. Dann ist das Hinterrad ordentlich beschwert. Dann hat noch die Bremse eine Wirkung. Die Fahrstabilität ist besser. Der Hänger kann das Rad nicht so schnell aus irgendeiner Richtung raushauen. Ne? Und ja, ich denke, dass das ganz gut ist. Man sieht schon hier hinten, hier ist eine Roloff drin, eine 14-Gang-Schaltung, Roloff-Nabenschaltung, einfach aus dem Grund, da ja, ich denke, dass das optimaler ist, was die Kettenlinie angeht. Und ich konnte mir das nur mal aussuchen, da habe ich es halt so genommen. Und dass hier auch eine viel fettere Kette drauf ist. Ne? Allein durch die Riesenlänge der Kette und die ist ja deutlich massiver als so eine 10-fach-Kette, wird hier, die Kette wird 5.000 bis 10.000 Kilometer mindestens halten. Ne? Also, die hält ja bei mir da drüben schon 2000 Kilometer und die ist übelst filigran. Ne? Also ich schätze 5000 Kilometer sind ja Minimum drin. Hier im Lenkradbereich müssen hier auf jeden Fall auch noch dann die ganzen Halterungen ran. Ne? Hier hat man dann so die Handbremsen.
Hier kannst du quasi schalten. Und ich habe auch diese kleinen Handballenablagen mitgenommen, dass man hier die Hand auflegen kann. Richtig geil. Also es fährt sich ultra geil und endlich, was ja auch cool ist, ne? Du bist ja erheblich stabiler drauf. Du kannst es einfach auch mal eben einhändig fahren, das Ding. Ne? Ich habe die extra die Bremsen getrennt gelassen, ganz einfach deshalb, dass dass nicht alles irgendwie an einem Bremshebel hängt. Falls das kaputt geht, hast du ja auch keine Bremse mehr. Ne? Also es fährt sich wirklich richtig, richtig cool, das Teil. Bin da richtig begeistert von. Ja, wo ist die Fläche? Ja, wo ist die Fläche? Bei der Roll-Off-Nabenschaltung ist es halt so, dass man die nicht unter Last schalten kann, also vor allem nicht, wenn der Motor vorne mit dran ist. Aber das ist kein Problem, also muss noch irgendwie eine Unterbrechung rein. Ja, und ich denke, jetzt habe ich euch erstmal so grob alles gezeigt von dem Teil. Wie gesagt, Farbe grün, finde ich richtig gut. Und ich würde sagen, wir bauen das Ding jetzt erstmal auf dem Elektromotor um. So ein Trike hat natürlich nicht nur Vorteile, ne? Du hast natürlich einen wesentlich beschisseneren Wendekreis als mit dem Fahrrad. Und du bist natürlich auch breiter, ne? Das ist 90 cm breit, das ist ungefähr so breit wie die Fahrradwohnwagen. Aber das juckt mich in dem Fall ja nicht, juckt dich eigentlich nicht, Insider. Denn ich habe damit ja, wie gesagt, vor, Langstrecke zu fahren, nicht auf irgendwelchen Radwegen rumzueiern, zumindest nicht auf denen, wo ständig ein Poller oder irgendeine dämliche Durchfahrt ist. Ich fahre ja meistens mit den Fahrradwohnwagen die Rennradnavigation, dann werden meistens so Single Trails und auch so eine beschissenen Poller werden meistens weggelassen. Und du bist damit auch halt oft auf der Straße, auf kleinen Nebenstraßen und so unterwegs, ne? Von daher stört mich das nicht. Und ich will ja Strecke machen, also brauche ich auch einen ordentlichen Bodenbelag. Ne? Mein Ziel ist ja schon damit konstant so meine 20-25 km/h zu fahren. Und dann wirklich so meine 200 km am Tag vielleicht, wenn ich richtig gut bin, abzureisen. Ne? Wenn es 150 im Schnitt sind, ist wahrscheinlich auch schon gut. Aber 200 km am Tag, da kannst du in 10 Tagen 2000 km abreisen. Ne? Da kommst du auch mal irgendwo an.